Willkommen zurück bei Call of Juarez Gunslinger. In der letzten Folge haben wir uns mit Jesse James duelliert und natürlich gewonnen. Und jetzt gucken wir doch mal, was uns in dieser Folge alles erwartet. Leg los, Silas. Keine Vergebung. Klingt, als bekämen wir vielleicht endlich unsere Rache. Wer weiß. After my showdown with Jesse, I continued to track his brother, Frank, and that son of a bitch, Jim. Mal sehen, ob wir sie erwischen. I followed those bastards into the high mountains as they were going to ground. What mountains would that be? Somewhere in the Ozarks, I believe. A perfect place to hide out from the authorities. Mehr als nur perfekt. So, wir haben genug Waffen am Start, um diese Verbrecher aufzuhalten. Das sieht nach einem guten Schussfeld aus. Before I could find them, some Indians who fled the res and were hiding out from the military found me first. Ups, da war ich irgendwie gerade so ein bisschen überrascht. Und ich dachte mir nur, was, schon wieder Indianer? Du mit deinen scheiß Indianern, Silas! Lass die das nächste Mal zu Hause! Oh, der arme Typ. Ich glaube, der steht einfach auf Indianergeschichten. Wow! Geh weg! Fuck! Fuck! Nein! Das war knapp. Die Indianer sind ganz schön flink. Und es ist immer scheiße, wenn einem die Munition ausgeht. Aber schön sieht's hier aus. Sehr schön. Huch. Lass mich doch mal in Frieden. Die Knarren sind super, da muss man nicht so lange nachladen. Noch eine oder was? Das hilft euch auch nichts, Freunde, einfach so auf mich zuzustürmen. Wow! Vielleicht hilft's doch was. Nur blöderweise hast du den Stein abgeschlagen. Huch. Geht's dir gut? Dein Kopf ist verschwunden. Naja, Pech gehabt. Brauchst du ja eh nicht mehr da, wo du hingehst. Hey, about another whiskey, Ben. Nothing better to soothe the troubled soul. Oh ja. Her mit dem Whisky. Damit ich weiter meine Geschichte erzählen kann. Aha. Was haben wir denn da? Ein Lager. Now, where was I? Indians, right? I had more than my share of run-ins with the Red Man. Like that time. Did I tell you about Grey Wolf? Yes, sir. You did. Ah, of course I did. In fact, I could still remember that old medicine man's words to me. Da hören wir gleich weiter. So, amerikanischer Bürgerkrieg. Der amerikanische Bürgerkrieg oder Sezessionskrieg war ein Bruderkonflikt, der zwischen 1861 und 1865 ausgetragen wurde. Auf der einen Seite standen die Vereinigten Staaten, auch die Union oder die Nordstaaten genannt. Auf der anderen Seite bildeten mehrere Sklavenhalterstaaten die Konföderierten Staaten von Amerika, die sogenannten Südstaaten. Dank seiner industriellen Macht und dem zahlenmäßigen Vorteil konnte der Norden den Konflikt für sich entscheiden. Der Bürgerkrieg war einer der ersten industrialisierten Kriege der Geschichte. Eisenbahnen, Telegrafenlinien, Dampfschiffe, verheerende Artillerie und massenproduzierte Waffen waren entscheidende Faktoren. Von allen amerikanischen Kriegen war dieser der blutigste und forderte etwa 620.000 Menschenleben. Sein Ende war der Beginn des goldenen Zeitalters des Wilden Westens.
Eisenbahnen brachten die Siedler immer schneller westwärts, was die Expansion nach Westen mehr und mehr verstärkte. Die amerikanischen Ureinwohner wurden endgültig von ihrem Land vertrieben und in Reservate gepfercht, während die Viehzucht und der Bergbau boomten. Viele vom Kriegsgemetzel gezeichnete Veteranen suchten im Westen nach neuen Möglichkeiten. Nicht wenige wurden zu Verbrechern. Auch lange nachdem sich General Lee bei Appomattox ergeben hatte, setzten zahlreiche über die Niederlage der Konföderation verbitterte Rebellensoldaten. Was? Setzten ihren Krieg fort, indem sie Banken und Züge der Nordstaatler überfielen. Irgendwie klingt der Satz total seltsam. Oder ich habe ihn einfach scheiße vorgelesen. Die Legenden dieser Männer bestehen bis zum heutigen Tag fort, mit der James Younger Bande als wohl berühmtestes Beispiel. Jesus Christ, we're back to that again. Ja, fangen wir wieder von vorne an. Great darkness in your heart. It will claim your soul. You will come to this place again and kill many more men. Hier kommt ihr alle nicht. Entweder ihr flieht jetzt oder ihr versucht weiter zu kämpfen, aber das bereitet euch den Tod, meine Freunde. Denn so leicht kriegt ihr Silas Griefs nicht. Aber wie viele sind denn das? Silas Griefs hat irgendwie so eine ganze Nation ausgelöscht. And the darkness will grow until it consumes everything you are. No. Fuck. Keine Ahnung, so viele Menschen wie der ausgelöscht hat, der hat doch den ganzen Bundesstaat ausgelöscht. Wie viele zum Teufel? Euer Level. The man you are after. Let me ask you something, Ben. You ever think about death? Mr. Graves, are you all right? Ja, es geht mir gut. So, wir nehmen mal die Doppelläufigen hier. Oh, dear. Oh, dear. Jetzt fängt er an zu singen. Jetzt können wir hier doppelläufige Schrotflinten mitnehmen. Und zwar zwei an der Zahl. Cool. Sing ruhig weiter, Silas. Won't you spare me over till another year? What is this that I can't see with ice cold hands taking hold of me? Well, I am death, none can excel. I'll open the door to heaven or hell. Nicht schlecht. Oh, death, someone would pray. Could you wait to call me another day? Oh, death. Oh, death. Won't you spare me over till another year? So, are you gonna answer the question? What question is that? Jim Reed. Did you ever find him? Reed was indeed that son of a bitch's surname. That's right, Ben. A despicable character. I remember him laughing like a hyena that cold morning they lynched me and my brothers. He was intent on avoiding my vengeance, but nothing was gonna stop me. Nothing. Frank James. I finally did track those outlaws down.
They had long rifles with scopes and were well positioned to pick off any poor soul who came anywhere close. Das heißt, aufgepasst. Mal sehen, ob wir uns hier irgendwie durchschleichen können. Das ist eine gefährliche Sache hier. Wow. Fuck. Aufgepasst, aufgepasst. Ganz schön fies. Wo jetzt hin? Da vorne? Ja. Immer näher anschleichen. Naja, schleichen ist das ja nicht wirklich. Ja, wir kriegen das schon hin. Einfach nur ruhig und vorsichtig von Stein zu Stein springen. I'm guessing Frank James believed I was responsible for the demise of his brother Jesse. I couldn't really disagree with the man, as I thought Jesse was dead then as well. Ich komme ja schon. Ah, Mist, man sieht sie nicht. Muss einfach so weitermachen. He backed off as I closed in on him, but he was still intent on killing me. Das kriegt aber nicht hin. And when I closed in on him again, he backed off again, looking for a better angle on me. Fuck! Nur ruhig, nur ruhig. Alles gut, alles gut. Wir sind noch nicht tot. Oh, da hinten ist eine Hütte. Die sieht ein bisschen baufällig aus. Scheiße, ey. Der Typ schießt scharf. I can't fault Frank for wanting his revenge, as I was there for the same damn reason myself. At this point, I'm guessing you think Silas Greaves is a worse murderer than Jim Reed ever was. No, sir. A man who spent half his life killing somebody's brothers, fathers, sons. I think you were just looking for justice, sir. Is that what I was looking for, Dwight? Is that what it was? Justice? Oder einfach nur Rache. Huch. Beruhig dich doch mal da hinten. Wow. Huch. Ganz schön gefährliches Pflaster hier. Isn't that why you were hunting the James Gang? The James Gang. Right. I finally found Frank holed up in his mountain cabin, and he was determined to have me dead. Zerstöre Franks Versteck. It was a battle that could have gone either way. Luckily, I had some dynamite in my possession. Dynamite? On your person? A few sticks, just in case. It's always good to be prepared. Right. I'm just laying out the facts as I remember them, Jack. So, nimm das! Dein Versteck wird nicht lange halten, mein Freund. Ja, flieht nur, solange ihr noch könnt. Allein ein Schrotflintenschütze. Fuck! Ich habe kein Dynamit mehr. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Stirb! Boah! Knapp! Richtig knapp! Geht nicht kaputt! Nein, noch ein Schrotflintenschütze! Yes, 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 das läuft gut. Bam. Und tschüss. That old shack? Well, it went tumbling right off that cliff. With Frank James still in it?
Yes, sir. But Frank James is still alive, living in Missouri, showing folks around the family farm for 25 cents a tour. I didn't say he died in the fall, now did I? Ja, habe ich nie gesagt. I'm done with this damnable outlaw life. Kill me, don't kill me, do what you will. At this point, I just don't give a shit. I explained to Frank that I had nothing against him personally and that I was looking for someone else. You want Reed? Have at him. I never did like that bastard. I am done here. Gut, dann geh mal weg, Frank. We parted in peace as Frank pointed out the path to my prey before making his way back down the hill. Danke, Frank. Hui, ein Nugget liegt irgendwo rum. Wo denn? Ah, gefunden. Frank James. Alexander Franklin James ist vor allem als Jesse James' älterer Bruder bekannt. Während des Bürgerkrieges war er Partisan und anschließend Mitanführer der James-Younger-Bande. Im Krieg kämpfte er bei den Cantrills Rangers und war angeblich beim berüchtigten Massaker an 200 Männern und Jungen in Lawrence, Kansas dabei. Er setzte seinen Krieg gegen die Union fort, indem er Banken und Züge ausraubte. 5 Monate nach dem Mord an seinem Bruder stellte er sich freiwillig dem Governor von Missouri mit den Worten: Ich wurde seit 21 Jahren gejagt, habe nur im Sattel gelebt, kannte keinen Tag des ungestörten Friedens. Das war eine lange, ängstliche, erbarmungslose, ewige Nachtwache. Er beendete seine Aussage mit: Governor, seit 1861 hat kein anderer meine Waffe berührt. Zu aller Überraschung wurde er nie für seine Verbrechen verurteilt. Er starb im Jahr 1915 im respektablen Alter von 72 Jahren, nachdem er sich in zahlreichen Berufen versucht hatte, einschließlich dem des Touristenführers auf der James Farm für 25 Cent pro Führung. Tja, das ist also aus dem armen Frank hier geworden. Naja, viel Spaß noch, mein Freund. Und wir ziehen mal weiter. Den einen suchen wir ja noch. Noch ist nichts vorbei. So, what happened with Reed? Well, I finally found the last of the gang hiding in a nearby cave. First, I had to dispatch the lookouts. Gut, mit den doppelläufigen kurzen Schrotflinten funktioniert das nicht. Da brauche ich schon das Gewehr. And I was determined not to let that murderer escape my revenge again. Genau, diesmal erwischen wir ihn. Rather than wander in willy-nilly, I decided it would be better to smoke that some bitch out. Hey, Reed! I shouted. No wonder you're so ornery. Can't be easy being married to Belle Starr. While you're off providing for the family, she's spreading her legs for every Tom, Dick, and Cole Younger. Not an attractive woman exactly, but very friendly. At least she was to me. Son of a bitch! Tja, damit haben wir ihn rausgelockt. Reed, ich bin da. Wo bist du? It was then that the last bunch of bandits jumped out of hiding. Why won't this asshole give up? Would someone please kill him? Ich gebe niemals auf. Merkt euch das. Nimm das! Und du das, Mist! Hat nicht funktioniert! Und das hat auch nicht funktioniert! Verdammt! Nachladen! Noch gebe ich nicht auf! Ihr seid vielleicht viele, aber ich bin der bessere Schütze! Und das ist mein Vorteil! Ihr könnt noch so viele sein. Gebt einfach auf. Was wollt ihr schon ausrichten? Keine Dynamit für euch.
Scheiße! Woo! Ah, ich bräuchte mein Gewehr wieder, verdammt. Das war besser. Ich habe noch ein Geheimnis gefunden. Wild West Shows. Unsere Vorstellungen vom Wilden Westens beinhalten in der Regel Cowboys, die riesige Viehherden treiben, Indianer mit farbenprächtiger Kriegsbemalung, Schießereien, Duelle am Mittag, Postkutschenüberfälle. Aber dieses Bild ist natürlich verzerrt, überzeichnet und stark romantisiert. Woher stammt unser Bild vom Wilden Westen des 19. Jahrhunderts? William Frederick Cody oder Buffalo Bill, er verdiente sich diesen Spitznamen dadurch, dass er im Verlauf von 18 Monaten über 4000 Bisons abschlachtete, verkaufte dieses Bild des Westens mit Buffalo Bill's Wild West an ein Publikum im Osten, sowohl in Amerika als auch in Europa, eine Art Varieté mit Elementen des Zirkus und des Theaters. Zur Unterhaltung des Publikums stellte Cody zahlreiche historische Ereignisse nahe, präsentierte berühmte und authentische Persönlichkeiten. Unter anderem nahmen Wild Bill Hickok und Sitting Bull an seiner Show teil. Führte das typische Leben im Wilden Westen vor und beschäftigte Scharfschützen, Reiter, echte Indianer. Alles, was man brauchte, um ein idealisiertes Stereotyp des Wilden Westens zu schaffen. Cody hatte zahlreiche Nachahmer und die sogenannten Wild West Shows wurden in den östlichen Staaten sehr beliebt. Selbst Berühmtheiten wie Cole Younger oder Frank James, berühmte Banditen aus dem goldenen Zeitalter des Westens, hatten ihre eigene Shows. Bis heute beeinflussen diese Darbietungen das amerikanische Rodeo. Au. Was haben wir hier? Ah. Warte, Gewehr. Ja, ich will das Gewehr. Das Gewehr ist besser. Für die Distanz. So. Nachladen. Oh, eine Fackel. Hallo, Fackel. Und weiter geht's. So, gebt doch auf. Es reicht. Der ist jetzt ein bisschen komisch gelaufen. It was just me and Reed. Diesmal krieg ich dich, Freundchen. I had waited a long time to face him down, so I could repay him for what he did to my brothers. Jetzt gibt's endlich Rache. Bam! And repay him I did. Geschieht dir recht. Jim Reed. Ehrenhaft getötet. Leider diesmal nur 3 von 5 Nuggets gefunden, aber naja, man kann ja nicht alles haben. Wir haben endlich unsere Rache an Jim Reed gekriegt. Und in der nächsten Folge sehen wir mal, wie es hier weitergeht. Bis dahin, ciao!